Sanctum, der Kapuziner-Podcast zu franziskanischen Heiligen mit Bruder Leonhard Lehmann. Herzlich willkommen heute in unserem Podcast Sanctum. Wie ihr wisst, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geht es da um Heilige, also um Frauen und Männer, die besonders gut das Evangelium gelebt haben und Vorbild sein können, vielleicht auch für heute. Es wären aber zu viele für jeden Tag, wenn alle heilig gesprochen würden. Deswegen gibt es eine Abstufung, die Seligen. Es sind jene, die nur lokal oder in einem Orden bekannt sind und verehrt werden. So hat jede Diözese ihre Seligen, an die nur dort und nicht in der ganzen Weltkirche erinnert wird. Im Kalender der Kapuzinerinnen und Kapuziner steht am 27. Juli die selige Maria Magdalena Martinengo. Sie lebte an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert, vor 300 Jahren also. Was war das für eine Zeit? Wir können sie uns kaum vorstellen, doch wir wissen, dass die meisten Leute vom Handwerk oder einer kleinen Landwirtschaft lebten. Die Oberschicht waren Lehrer, Ärzte, Beamte. Und ganz oben waren die Freiherren, Barone, Herzöge, Grafen, Fürsten und Könige. Es gab damals noch mehr Seuchen und Krankheiten, Missernten und Krieg. Um dies abzuwenden, predigte die Kirche, man müsse viel beten, Buße tun, wallfahren und Opfer bringen. In diese Mentalität hinein wurde auch Margarete geboren. Und zwar am 4. Oktober 1687 im Palast des Grafen Martinengo an den Berghängen unweit von Brescia, einer größeren Stadt in Norditalien. Es war eine schwierige Geburt, die nach 5 Monaten der Mutter Margarete, der Grafen Secchi, das Leben kostete. Darum wurde die Tochter notgetauft und erhielt den Namen der Mutter, auch Margarete. Die äußeren Zeremonien wurden verschoben auf die Taufe ihrer Stiefschwester Cecilia im August 1691. Denn der Vater Franz Martinengo hatte bald wieder geheiratet, diesmal Helene Palazzi, die keine Adelige war. Sie sorgte als Stiefmutter gut für Margarete, die sich schon früh gerne in die Bibliothek des Vaters zurückzog, wo es Bilder und Bücher zum Anschauen gab. Mit 6 Jahren wird sie den Ursulinen anvertraut. Diese unterrichten sie in Italienisch und Latein, lehren sie mit dem Brevier umgehen und mit dem Rosenkranz. Als sie 11 Jahre alt wurde, brachte sie der Vater zur Mädchenschule der Augustinerinnen in Brescia, wo 2 Tanten Schwestern waren. In dieser Zeit liest Margarete viele Heiligen leben und beginnt deren Bußübungen nachzumachen. Darauf werden die 2 Tanten eifersüchtig. Interessant ist dabei festzustellen, dass diese junge Dame sich von ihren Tanten eingeengt und beneidet fühlt und von sich aus das Kloster wechseln will. So geht sie mit Erlaubnis ihres Vaters zu den Benediktinerinnen im Heiliggeistkloster. Brescia hatte damals ein großes Angebot von Klöstern. Wann kommt es nun endlich zur Entscheidung? Man meint, von früher Kindheit ist der Weg ins Kloster hier schon geebnet, zumal wenn man so viele Tanten im Kloster hat. Denn auch im Heiliggeistkloster waren 2 Schwestern der gräflichen Mutter. Sie waren nicht eifersüchtig wie die ersten 2, sondern machten sich im Gegenteil Sorgen um die Gesundheit und die Zukunft der Adelsdame Margarete, die ja immer noch zur hohen Gesellschaft gehörte. Sie schreibt in ihrer späteren Autobiografie von dieser Zeit im Kloster Folgendes: Ich fühlte mich so gelangweilt dort, dass ich um alles Gold der Welt nie Schwester geworden wäre. Sie wurde krank und die Schwestern machten mit ihren Medikamenten die Krankheit nur noch schlimmer. Mit 13, so schreibt sie wiederum, weihte ich meine Jungfräulichkeit Gott.
Aber da begannen die Versuchungen erst recht. Viele Kavaliere boten ihr die Hand. Als sie 16 wurde, mischte sich die Familie ein, für die nur eine aristokratische Hochzeit in Frage kam. Der Vater, Graf Martinengo, hatte sie schon dem Sohn eines Senators der Serenissima in Venedig versprochen. Die Brüder Nestor und Gianfranco brachten ihr Liebesromane zum Lesen. Margarete las sie ganz verzückt, Tag und Nacht. Später sagt sie von diesen Büchern, es seien Höllenbücher gewesen. Nochmals kleidete sie sich in raffinierte Kostüme und liebte den Prunk. Doch eines Tages, als sie vor dem Tabernakel ihr Missgeschick beweinte, fuhr es wie ein Blitz in sie. Ich werde den rauen Habit der Kapuzinerinnen anziehen. Dabei wusste sie noch nicht einmal, was Kapuzinerinnen sind. Sie war jetzt 17. Noch 3 Jahre hatte sie zu lernen. Dann war die Ausbildung zu Ende. Wir sind im Jahr 1704. Wie sollte sie dem Vater ihre Entscheidung kundtun, dass sie Kapuzinerin werden will? Sie wiederholte es oft, aber niemand glaubte ihr. Alle waren dagegen, der Vater, die Brüder, die Erzieherinnen, die Hausangestellten, ja sogar der Beichtvater. Am Weihnachtstag 1704 präsentiert sie sich dem Kapuzinerinnenkloster Maria vom Schnee mit den Worten: Ich will mich heilig machen. Die Schwestern ließen sie eine Probezeit verbringen im Kolleg der Ursulinen. Als die Fastenzeit vorüber war, besorgte ihr der Graf eine Vergnügungsreise durch Italien. In Venedig organisierte der Onkel Galakonzerte. Und einer seiner Söhne verliebte sich in die Gräfin Margarete. Fast hätte sie nachgegeben und es wäre zur Hochzeit gekommen, wäre da nicht eine ihrer treuen Hausmädchen gewesen, die ihr geraten hat, doch zuerst mit Gott zu Rate zu gehen. So verbrachte sie eine Nacht im Gebet. Am Morgen stand der Entschluss fest, ihrer Berufung zu folgen. Später schreibt sie: Ich wäre durch Lanzen gegangen, um einzutreten. So sicher war ich, den Willen Gottes zu tun. Nach einem Exerzitienkurs trat Margarete am 8. September 1705 im Kloster der Kapuzinerinnen in Brescia ein, begleitet von einem Festzug von Kutschen mit Ross und Reiter. Die Trennung von ihren Angehörigen fiel ihr schwer. Zeichen für den neuen Anfang war auch die Änderung des Namens von Margarete in Maria Magdalena, die Büßerin im Evangelium. Die wollte sie mit allem Ernst nachahmen. Das Noviziatsjahr war hart, die Meisterin unverständig, einige Mitschwestern eifersüchtig. Bei der ersten Abstimmung fiel sie durch, weil ungeeignet für das Leben als Kapuzinerin. Als man die Meisterin austauschte, wurde alles besser. Die zweite Abstimmung fiel hundertprozentig zugunsten von Schwester Magdalena aus, sodass sie am 8. September 1706 die Ordensprofess ablegen konnte. Es folgten 32 Klosterjahre, die von außen gesehen monoton verlaufen. Die Abwechslung in so einem Kloster liegt im Dienst, der einem aufgetragen wird. Schwester Magdalena hatte alle Dienste inne, die es in einem Klausurkloster gibt. Von der Küchenmagd über die Köchin, Bäckerin, Schneiderin, Wäscherin, Sakristanin, Gärtnerin, Pförtnerin bis hin zur Sekretärin, zur Novizenmeisterin, Vikarin und Äbtissin. Für eine Grafentochter war es allerhand, dass sie auch niedrige und schmutzige Arbeiten verrichtete. Was äußerlich monoton scheinen mag, gewinnt eine ganz neue Tiefe, wenn man die Schriften der Seligen liest. Denn dort erfährt man, mit welchem Geist, mit welcher Liebe Magdalena ihre Arbeiten ausgeführt und welche zusätzlichen Peinigungen sie auf sich genommen hat. Man kann sagen,
sie war eine Sühneseele. Sie wollte lieben und leiden wie Jesus und so sühnen, wie er für die Sünder und Sünderinnen gesühnt hat. Für uns also. Magdalena wurde wörtlich verzehrt von der göttlichen Liebe. Als sie 1737 auf das Amt als Äbtissin verzichtete, war ihr Körper erschöpft. Sie wurde immer wieder bewusstlos. Die Schwestern, die ihr zu Hilfe kamen, entdeckten erst jetzt auf ihrem gemarterten Leib die Zeichen ihrer Torturen und die Wundmale des Leidens Jesu Christi. Ihre letzte Geste erinnert an die heilige Clara von Assisi. Sie reichte aus einem Körbchen jeder Schwester eine Brombeere in den Mund. Dann betete sie biblische Verse und sagte zuletzt: Ich komme, Herr, ich komme. Es war der 27. Juli 1737. Kann man ein solches Leben zur Nachahmung empfehlen? Ich würde sagen, nein. Aber immerhin gehört zu den ersten Worten Jesu die Aufforderung: Kehrt um und tut Buße. Und wir wissen, Franziskus hat sehr viel Buße getan. Franziskanische Heilige haben das ernst genommen. Was bedeutet uns heute Buße? Brauchen wir sie nicht auch, wenn wir die Erde bewahren wollen, wenn wir den Frieden wiederherstellen wollen? Am 3. Juni 1900 wurde Magdalena von Leo dem 13. selig gesprochen, also anerkannt. Damit ist ihre aus brennender Liebe geborene Buße also etwas Gutes. Man darf es nur nicht übertreiben. Und wer sich dafür interessiert, einmal Brescia zu besuchen, Magdalenas sterbliche Reste liegen seit 1972 in der Kirche des neuen Klosters der Klarissenkapuzinerinnen in Brescia. Wichtiger jedoch sind ihre Schriften, die seit 2006 auf Italienisch in zwei Bänden gesammelt vorliegen. Sie umfassen zusammen etwas mehr als 2500 Seiten. Gute Lektüre und auch viel Mut zur Buße. Sanctum, der Kapuziner-Podcast zu franziskanischen Heiligen.